Hello Friends und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mich seit langer Zeit mal wieder dazu entschieden, ein Food Diary zu drehen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mich in der letzten Zeit extrem ungesund ernährt habe und ich irgendwie so ein bisschen die Motivation gebraucht habe, euch auch coole neue Rezepte vorzustellen und ein Food Diary darüber zu drehen. Und außerdem hatte ich auch mal mega Bock drauf. Und genau, während der letzten Zeit konnte ich das einfach nicht machen, weil mega viel los war. Ich habe mein Abi geschrieben, ich hatte immer Besuch, war viel unterwegs. Und irgendwie habe ich es einfach nicht so richtig auf die Reihe gekriegt. Aber wenn euch dieses Video gefällt und es gut ankommt, kann ich das in Zukunft sehr, sehr gerne wieder öfter machen. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, da mein Abi vorbei ist. Und ja, kurzer Disclaimer. Ich habe keine Essstörung oder sonst irgendwas. Ich esse einfach so, wie ich esse. In dieser Woche ein bisschen gesünder, weil ich einfach wieder so ein bisschen back on track kommen wollte. Aber genau, also ich verbiete mir nichts. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Und ich esse von allem genug. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Vergleicht euch nicht mit mir. Dieses Video ist nur eine Inspiration. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Rocky on Day One. Ich habe mir Soja-Joghurt gemacht mit ein bisschen selbstgemachten Granola und einer Nektarine. Ich habe schon die Hälfte gegessen, deswegen. Und dazu gibt es, wie eigentlich immer, einen Kaffee. Und heute Morgen gibt es einen Eiskaffee. Zum Mittagessen hat meine Mama gefüllten Auberginen gemacht. Und zwar sind die mit Bulgur, Schafskäse. Dazu gibt es noch so eine Tomatensauce. Yay. Yum. Boah, Eiskaffee ist so eine geile Sache. So, als Little Snack gibt es jetzt einen Eiskaffee. Ich habe einfach diese Alpro Vanille Mandel genommen. Und dazu gibt es Healthy Muffins ohne Zucker. Banane, Himbeermuffins. Erdbeer. Oh, Erdbeer. Banane, Erdbeer. Die sehen echt nicht schön aus, finde ich. Ja, dafür schmecken die gut, doch, natürlich. Ich hab die ganze Folie. Dinner, wir haben uns Sushi geholt. Ja, so Inside Out. Mainly mit Avocado und Lachs. So. Also, ich hab das Video nicht. Darf man halt nicht. Als letztes gibt's noch einen Muffin. Also, hoffentlich als letztes. Vielleicht esse ich auch noch irgendwas, das wäre schade. Frühstück backen wir jetzt gleich so Brötchen auf. Wir machen noch einen Obstteller. Nein. Jetzt? Ja. Grüne Lieblingsfarbe. Yay. Wir machen uns zum Mittagessen so Omelette. Jetzt erstmal Zucchini und Paprika. Hier sind unsere Eier. Wir machen insgesamt 6 Stück. Und dazu dann noch so Proteinbrötchen. Mit Avocado. Cut. Cut. Oh nein. Das ist gut. Oh. Was? Yay. Boah, es sieht richtig gut aus. Hier sind unsere Toastbrötchen, sind so Protein-Toastbrötchen. Avocado. Yay. Echt, das sind sogar Protein. Ja. Nice. Das sieht doch gar nicht schön aus. Doch, wir grillen heute zum Abendessen. Wir haben hier einen bunten Salat mit Avocado, Schafskäse. Nee. Gurke, Tomate und Paprika. Dann haben wir hier Hummus. Ich habe einen Tzatziki gemacht. Dann haben wir noch frisches Baguette und es wird so gegrillte Garnelenspieße noch dazu geben und hier noch Hühnchen. Ich glaube, ich esse kein Hühnchen, sondern nur Garnelen. Yay. Dünn. Mag die auch okay an. Brecky. Wir haben uns, beziehungsweise ich habe ganz viel Obst geschnitten und das werde ich zusammen mit Hafer und Mandeldrink von Alpro und diesen Dinkelflakes von Alnatura essen. Schmeckt mega geil. Da haben wir noch Wassermelone und Eiskoffee. Yes. So. Das kenne ich. Yum. Boah, der Teller sieht so schön aus, weißt du? Mm. Das ist jetzt eine Wassermelone, Mann. So ist der Teller gleich weg. Boah, sieht das schön aus. Ja. Mm. Ich weiß nicht, warum ich es gesagt habe. Was heißt denn das? Yay! Boah, geiles Frühstück, ey. Üff, üff, üff. Ja. Hast du mich gerade gefilmt? Nee, warum? Jetzt schon? Mittagessen. Ich habe vergessen zu filmen, weil es noch schön aussah. Auf jeden Fall habe ich einfach so einen Thunfischsalat bestellt. Da ist alles mögliche drin, also auch so Bohnen, Gurke, Tomate. Thunfischsalat. So noch so eine Rhabarberlimonade. Wir sind nämlich gerade in Heidelberg. Ja, schmeckt sehr lecker.
Snack. Wir haben uns ein Eis geholt. Ich habe einfach eine Kugel Zitroneneis genommen. So, zum Abendessen machen wir heute Flammkuchen. Für mich mit Lachs. Für Lara mit Schinken. Lara ist eine Freundin, die gerade bei mir zu Besuch ist. Und noch mit Frühlingszwiebeln und Käse. Eine andere ist schon im Backofen. Oh, der sieht schon ganz gut aus. Wow. Nee, delicious. Was? Warum nicht? Second round. Woo! Breakfast. Ich habe mir einfach einen Porridge gemacht mit ganz viel Obst. Banane, Erdbeere, Blaubeeren, Himbeeren. Dazu ein Eiskaffee. Und für Lara habe ich so eine Smoothie-Bar gemacht. Bin so geschaut, ob die dir schmeckt. Ja, das gibt es jetzt zum Breakfast. So, als Second Round gibt es jetzt noch ein bisschen Watermelon. Yay. Little Snack. Ich gehe gleich ins Gym und wir haben 6:30, aber ich will da vorhin noch eine Kleinigkeit essen. Nee, wir haben schon 6:55. Ich esse jetzt so ein Alpro Vanille Dessert. Die schmecken richtig, richtig geil. I love them. Dann geht's ins Gym. Ich will auch ein Gym vorkommen. Okay. Nein. Soll ich da noch Salatblätter dazu tun? Nee, jetzt nicht, das ist zu voll. Zum Mittagessen gibt's Maultaschen, die haben wir einfach angebraten. Das sind so Gemüsemaultaschen. Und ein, vor allem. Ja, Mama. Mann. Und ein Salat. Paprika und so. Und Joghurtdressing. Dinner Situation. Ich habe mir hier gerade Zucchini und Paprika angebraten. Und dann noch eine Hafercuisine ran gemacht. Da habe ich mir noch ein Stück Hähnchen angebraten. Ich esse normalerweise ja nie Fleisch, aber das muss weg. Das haben wir noch vom Grill übrig, deswegen esse ich das jetzt. Und nach dem Sport ein paar Proteine schon ja auch nicht. Und dann habe ich noch ganz wenige Nudeln gemacht. Das war auch nur so ein Rest. Yay. Finished Product. Wow, ich habe so Bock und Hunger darauf. Als Nachtisch gibt es jetzt ein Mochi. Ich weiß gar nicht, welchen ich lieber mag. Das ist mit Erdnuss, aber da ist so Sesam drum. Ich glaube, ich nehme den da. Lecker. Last day of my food diary. Und ich werde mir jetzt Frühstück machen. Ich bin übrigens mittlerweile wieder alleine. Ich hatte ja die ganze Woche Besuch von Lara. Ich habe heute irgendwie Bock, mir mal wieder so ein Peanut Butter Banana Toast zu machen. Habe ich ewig nicht gegessen. Dann werde ich auch noch so einen kleinen Smoothie dazu machen, um noch ein bisschen Protein reinzukriegen. Genau, das ist so der Plan. For today's breakfast. Und dazu werde ich dann noch einen Eiskaffee trinken. Also in meinen Smoothie werde ich einfach Magerquark machen, Eiweißpulver, Mandel, Hafermilch und eine halbe Banane. Perfekt, perfekt, perfekt. Zuerst ist ein bisschen Flüssigkeit. Noch ein Schuss Wasser. Dann etwas Magerquark. For the gains. Oh mein Gott, Hilfe. Protein. Und eine halbe Banane. Das hier ist Wasser, nicht dass jetzt irgendwas vermutet wird hier. Wow. Frühstück, hier habe ich meinen Toast, mein Smoothie und mein Kaffee. Yay. Delicious. Was gibt's denn da? Bulle zu. Es gibt Bulle mit Tomaten. Nicht so viel, der ist wertvoll.
Und Auberginen, der ist wertvoll, ich glaube es auch. Bernie, pst. Ist es eingeflogen mit seiner Hüfte? Abendessen. Ich habe einfach einen bunten Salat gemacht mit Rucola, Schafskäse, Paprika, Gurken und noch ein paar Garnelen dazu angebraten. Das wird es jetzt geben. Nice. So, ich habe mir noch so ein kleines Müsli als Nachtisch gemacht mit Soja, Vanille, Joghurt, Beeren und Granola. Brekkie Breakfast. Da unten ist Soja-Joghurt, Soja-Vanille-Joghurt und Magerquark, alles zusammengemischt. Oben drauf habe ich einfach ganz viele verschiedene Beeren, Bananen und Granola. Das werde ich jetzt essen, bevor ich ins Gym gehe. Nice. Ich war gerade im Fitnessstudio und ich habe mir zum Mittagessen einfach Rührei mit Zucchini gemacht. Ich habe zuerst die Zucchini angebraten und dann das Ei dazu. Das Ei hatte ich einfach mit Salz, Pfeffer und Milch vermischt. Und genau, das wird es jetzt erstmal geben und danach mache ich mir noch einen grünen Smoothie. Ich habe so einen Fake Mini Magnum gesnackt. So eins mit weißer Schokolade. Und jetzt bin ich gerade daran, dabei Abendessen vorzubereiten. Ich mache so eine Bowl heute. Ja, das hier ist jetzt das Ergebnis. Und ich habe einfach dieses Like Gyros genommen. Und diesen Reis hier. Und dann habe ich hier noch Gemüse angebraten, Kidneybohnen und drunter Salat und hier eine Guacamole, Schafskäse, so ein Kräuterdip und jetzt kommt noch ein bisschen Tahini-Soße. So, das war jetzt auch schon alles, was ich in der vergangenen Woche gegessen habe. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, mir auf Instagram folgen. Da poste ich übrigens auch sehr, sehr oft mein Essen in die Story, weil ich mir immer auch Mühe gebe beim Kochen, dass es schön aussieht und dann teile ich das da immer. Genau, deswegen guckt da sehr, sehr gerne vorbei und abonniert auch meinen Kanal, um nichts in Zukunft zu verpassen. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bye!